Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ich bin euer Robo. Und wir haben den Horus besiegt das letzte Mal. Wir füllen noch unsere Vorräte auf. So, müssen noch ein paar Punkte theoretisch machen. Da werden wir jetzt offiziell mal einen Wasserflügel dabei. Heißt, wir können jetzt auch unter Wasser fliegen mit dem Ding. So, und wir sollen Zeika treffen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir vielleicht noch eine Nebenquest oder so? Wir haben eigentlich theoretisch einiges zu tun, ne? Wie zum Beispiel Luftaufnahmen, ein komplettes Sammlerset noch. Deswegen mal schauen. Absteigen und mir die Beine vertreten. Nö. Oder wir fliegen einfach oben drüber. Wie wir es mit dem Sonnenflügel gemacht haben, aber okay. Flügel hat wenigstens noch automatisch alles gemacht, weißt du? So. Zack. Hallo. Aloy, als wir den Metallteufel aus den Hügeln aufsteigen sahen, war es, als wäre die Zeit der Asche zurück. Dass ihr beide ihn allein besiegen konntet, ist fast unvorstellbar. Und das ist für mich noch nicht einmal eure wichtigste Leistung. Danke, dass ihr unsere Brüder und Schwestern zurückgebracht habt. Ich kann nichts weiter sagen als... Wir stehen in eurer Schuld. Alles, worum ich bitte, ist, dass du meiner Freundin die verdiente Anerkennung für ihre Wagnisse gibst. Ich würde es nicht anders wünschen. Wird er dir den Fokus wegnehmen? Das habe ich mich auch gefragt. Tja, das kann er nicht. Du wirst ihn brauchen. Ich zeig dir warum. Seika, das ist Alva. Ihr beide müsst euch abstimmen und die Expedition vereinen. Peter hat mich schon informiert. Ich bin so froh, euch zu sehen. Ihr hättet den Jubel hören sollen, als ich allen hier in Landfall sagte, dass eure Hälfte der Flotte überlebt hat. Wahrsagerin Alva, es ist eine Ehre. Gleichfalls. Also, wir sprechen später über die Einzelheiten. Solltet ihr zwei jetzt nicht erstmal feiern, dass ihr einen Zenith und einen Horus besiegt habt? Macht schon. Fort mit euch. Ja, ehrlich gesagt bin ich ziemlich schlecht im Feiern. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, ich bin Seefahrerin. Da fängt man mit Alkohol an. Ich glaube, wir haben Bilgenlohr. Die wird aus allem destilliert, was an Schiffsvorräten noch nicht verdorben ist. Oh, das klingt ja verlockend. Ja, ist nichts für Anfänger. Also kommst du diesmal so davon. Okay. Aber ich wollte über etwas mit dir sprechen. Triff mich dort, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Okay? Okay. Wir sehen uns dort. Okay. Seika will also reden. Das ist gut. Ich weiß, ich muss bald weiter. Aber? Aber ich... Ich bin noch nicht bereit, mich von ihr zu verabschieden. Bevor ich sie finde, sollte ich vielleicht bei der Siedlung mal nach ihrer Schwester sehen, wie es ihr so geht. Oh. Oh, das kann man machen. So, schau doch mal. Da hockt sie. Die Freundin meiner Schwester. Hi, Kina. Ich bin Aloy. Wir wurden bisher nicht richtig vorgestellt. Natürlich. Seika hat mir erzählt, was du getan hast, um mich zurückzubringen. Du musst mich für eine Idiotin halten. Nein. Ich gehe alles immer wieder in meinem Kopf durch und ich kann nicht verstehen, wie ich mich so irren konnte. Als Walter uns erschien, wirkte er wirklich göttlich. Er hatte lange Erfahrung darin, Menschen zu manipulieren. Jahrhunderte, meine ich. Er versprach eine neue Welt. Mit mir an seiner Seite. Dabei war alles gelogen. Und ich glaubte es.
Hey, du hast viel durchgemacht. Du wirst sicher einige Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Nur denk einfach dran, dass Seika auch viel durchgemacht hat, okay? Sie hat für dich das Exil riskiert. Sogar ihr Leben. Und ich ließ sie im Stich. Wer weiß, ob sie mir je vergeben kann. Wird sie. Aber du musst vielleicht ein bisschen dafür arbeiten. Ich werde mir Mühe geben. Viel Glück, Hina. Okay. Gesundheit. Und dann würde ich sagen, wir reisen mal hier hin und schauen mal, was da so ist. Ja, das meinte ich ja. Das kennen wir ja schon, das Bild. Müsste jetzt eine riesige Lücke herrschen. Kommt jetzt ein bisschen böse Musik. So. Dafür, dass hier angeblich eine Höhle und so weiter war, ne? Haben wir sehr wenig. Einfach nur das Ding Ende. Eine kleine Kuhle. Irgendwie sehr enttäuschend. Aber zum Horus kann man auf jeden Fall. Stimmt! Hier. Ja, warte, wo war dort? Ach, hier war es. Ne, hier war es, ne? Das hier ist wohl gar nicht geklärt. Sturmvogel. Ach, dann ist das ein Sturmvogel da drin in den Blitzwolken. Okay. Hätten wir den Sturmvogel besiegen müssen, damit es weggeht, oder was? War das? Hast du auch gerade gesehen, ne? Was war das? Ah, der Magma, die Magma ist weg. Oh. Ja. Da war die schon weg. Seika wartet am Ort unseres ersten Treffens auf mich. Gibt keinen Grund, nervös zu sein. Stimmt's? Da ist sie ja. Ja, zu dem, was jetzt passiert, werde ich schon später noch was sagen. Dir muss es gut gehen. Hast deine Schwester wieder, deine Leute. Was hat der Star der Stunde jetzt für Pläne? Du hast doch einen Metallteufel von innen aufgerissen. Die Anerkennung gebührt auch dir. Na, vielleicht ein bisschen. Und die Pläne? Der Admiral braucht meine Hilfe, um unsere Hälfte der Expedition mit Alva im Norden zu vereinen. Und danach weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es mit meiner Schwester so wird wie früher. Oder mit meinen Leuten. Segelst du nicht mit ihnen zurück? Ich möchte nach Hause. Irgendwann. Aber Dinge ändern sich. Die Quen wissen nicht, was sie mit mir machen sollen. Und ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich schätze, du weißt, wie das ist. Ja. Lange habe ich die Idee einer Heimat gehasst. Das war für mich der Ort, an dem ich aufwuchs. Wo ich unerwünscht war. Aber in den letzten Monaten wurde mir klar, dass Heimat überhaupt kein Ort ist. Es sind eher die Leute, bei denen ich sein will. Das gefällt mir. Und, naja, mehr und mehr denke ich, dass ich bei dir sein möchte. Und ich hatte gehofft, dass es dir auch so geht. Ja, wir können wählen. Ja, tut es. Ich bin noch nicht bereit. Das schaffe ich nicht. Also die beiden Antworten sind, nö. Und das, ja. Also wir haben jetzt die Wahl, Aloy kann lesbisch sein. Beziehungsweise sie ist lesbisch, weil sie zeigt nur an ihr Interesse und alle anderen männlichen Charakteren hat sie ja kein Interesse gezeigt.
wo es Andeutungen mit Erren gab zum Beispiel. Oder mit Wahl. Ja. Vor allen Dingen meine vom ersten Teil, ne? Vor allen Dingen dann aber auch im zweiten Teil, wo dann irgendwie jeder männliche Char sie angebaggert hat. Ich finde es ja nicht verwerflich, dass es Lesben, Schwule, Transliebe, was ich alles fürs Leben gibt. Jeder soll lieben, was will, außer bitte kleine Kinder nicht und Tiere. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Das ist ein anderes Thema, ne? Auf jeden Fall hier eine Sache ist, wir haben wieder jetzt eine Hauptfigur im Jahre 2023 oder 2022 oder welches Jahr auch immer du haben willst, die unbedingt per Tool lesbisch sein muss. Und da denke ich mir einfach so, yo, ich habe zwar jetzt die Wahl, aber die Wahl besteht daran, ich bin noch nicht bereit oder ich schaffe das nicht. Heißt also, sie ist nicht abgeneigt. Das ist immer noch eigentlich ein Ja, aber ich habe halt Bedenken so. Deswegen, das finde ich halt eben doof, weil Ellie aus Last of Us muss Dominic lesbisch sein, was wie gesagt kein Problem ist, ne? Aber, sag mal so, selbst ein behindertes Studio wie Ubisoft kriegt Sinn in Assassin's Creed da, die Wahl zu lassen. Was soll dein Char sein und so weiter? Warum habe ich diese Wahl nicht? Wenn die Spiele schon so pseudo-divers sind, mit Trans und weiß ich was alles, was ja auch okay ist, ne? Aber dann bei sowas dann so, sag ich mal, kläglich versagen, finde ich schon komisch. Klar, die das andere Geschlecht und so weiter freut sich darüber und so, ist ja auch okay. Aber wie gesagt, ich bin halt ein Hetero-Mann. Ich mach Hetero-Liebe, wenn man es so ausdrücken will. Ich bin also nur interessiert an heterosexuellen Beziehungen. Der Rest akzeptiere ich, ist mir aber egal im Grunde, weil das ist halt nicht mein Genre, sagen wir es mal, ne? Deswegen, und warum kann ich das dann nicht in meinen Spielen haben? Deswegen, aber gut. Das würde dann noch weitergehen, so mit, ja, warum dann kannst du, muss das mit Hautfarbe gehen, mit trans, nicht trans, ist Männlein, Weiblein, divers, zum Beispiel, das gibt es. Es ist ein Riesending, deswegen sage ich immer, es ist pseudo-divers halt einfach von diesen Studios, von den Entwicklern. Und am Ende des Tages ziehen sie es halt nicht konkret, komplett durch oder halt nicht richtig durch. Es ist einfach nur aufgesetzt, damit sie in die momentane politische Lage passen, sagen wir es mal so. Und wir machen natürlich ein Ja, weil ich bin ja dafür. Und wenn es so ist, weiß ich, wie man damit umgeht. Wow. Ja. Seika. Ich habe einen weiten Weg vor mir. Ich weiß. Ich muss auch einiges erledigen, aber es genügt zu wissen, was du fühlst. Ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehe. Ich auch nicht. Aber egal, was passiert, vergiss mich einfach nicht. Okay? Niemals. Ach, es ist also im Grunde schon eine Art Lebwohl. Ich habe mir schon gedacht, im dritten Teil wird dann das wieder nicht von Bedeutung sein. Aber es ist ja jetzt schon nicht mehr von Bedeutung anscheinend. Ein Kuss, ein Ich liebe dich und das war's. Und die Haare rasten schon wieder aus. Sie wurde halt viel zu viel. Landron der Horus besiegt. Ja, oh, das war's. Cool. 40.000 Erfahrungspunkte. Uff. Cool. Und 4 Fertigkeitspunkte. Nice. Wir brauchen noch einige. Oh, und die hängt. Aber es ist egal, das Schwarzbild. Oh, und da kommt das der Abspann. Oh, es kommt echt noch ein Abspann. Gut. War ja doch nicht sehr viel für eine Folge. Aber gut, wie gesagt, ich habe noch nichts geschnitten. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich die letzte Folge in eine Stundenfolge lasse oder halt aus 2 Folgen schneide. Mal schauen. Ja, Abspann heißt Fazit. Ja, DLC, 20 Euro. Bin ich ganz ehrlich, habe ich erst mehr erwartet, weil
Ich meine, das DLC damals bei Suodon hat auch, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ich hatte jetzt mindestens mit 20 bis 30 Euro gerechnet gehabt, wegen Inflation etc. etc. Ja, also 20 Euro gab es ein schönes Gebiet an sich. Fand ich schön. Die Story wirkte sehr langgestreckt schon, obwohl sehr wenig Inhalt da war im Grunde. Fand ich sehr schade. Und die Story war sehr dumm im Verlauf am Ende vor allen Dingen mit den... Er hätte einfach, uns in dem Vulkan stellen müssen, hätte uns einfach erledigen können, fertig. Dass wir eine Sinewaffe bekommen haben, war so Nonsens eigentlich, weil sie wurde nie gebraucht. Hätten wir jetzt irgendwie die in der Hauptstory mit eingebunden haben müssen, um, sagen wir mal, ihn besiegen zu können oder so. Wäre cool gewesen, aber nein. War doof, ja. Die Bugs fand ich extrem nervig. So ein Spiel ist nie bugfrei, muss man leider sagen. Die Standards sind heutzutage, oder die Qualität ist halt leider ein bisschen inzwischen runtergegangen, weil Studios nicht an ihren Quellcodes arbeiten wollen. Sondern halt an ihren Engines, ne? Die haben halt die Engine hauen sie raus, dass sie einigermaßen funktioniert und die ganzen Bugs werden dann eben nur geliftet, sagen wir mal, in dem jeweiligen Spiel, aber kommt ja das Spiel wieder vor, weil sie die Battlefield-Reihe. Da ist halt eben die Frostbite Engine und ja, jeder Bug, den man aus der Frostbite Engine kennt, kommt dann eben Battlefield erstmal wieder vor, bis sie es dann fixen, anstatt das in der Engine selber zu fixen, was sie dann als Grundgerüst haben. Genau dasselbe bei Ubisoft und so weiter. Deswegen fällt immer alles auf. Die Bugs fand ich sehr nervig, vor allem den Bosskampf fand ich sehr nervig. Auch zwischendrin immer wieder die Bugs waren nervig. Es waren aber zumindest immerhin keine Game-Breaking-Bugs dabei, dass ich deswegen nicht weiterkam, wie es zum Beispiel ja mal bei Assassin's Creed Valhalla der Fall war. Wieder grafisch, soundtechnisch wieder super Spiel. Sehr schön, kann man sich nicht beklagen. Ich dachte, das mit der Liebe am Ende, ja, war wirklich jetzt einfach nur aufgesetzt, leider. Aber Aloy musste halt unbedingt noch in die Lesbenrolle gesteckt werden, sagen wir es mal so. Wie jede Hauptcharakterfrau heutzutage. Ich überlege gerade. Gibt ja nicht viele, aber jede war, glaube ich, bis jetzt lesbisch. Was, wenn man ganz weit zurückdreht und Tomb Raider, glaube ich. Tomb Raider, glaube ich, nicht lesbisch, ne? Zum Beispiel, die mir jetzt gerade einfällt. Bayonetta? Weiß ich gerade gar nicht. Ist aber auch noch nicht der Hauptcharakter, der mir einfällt. Aber ansonsten, ja, Ellie. Ja, gut, wie gesagt, Valhalla, Cassandra oder halt, also eine Odyssee. Oder halt eben wie in Cyberpunk oder Evoy hieß er, glaube ich, in Valhalla, ne? Da konntest du dann halt eben aussehen, was du liebst und so weiter, was ja okay ist. Da wird der Mensch auch fein mit. In Lance Wicklet. Ach, da wird sogar genannt. Oh, wie schön. Das finde ich so. Ich habe nur seine Stimme gehört, hat er im Spiel. Zweimal. Schade. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wie es im dritten Teil mit ihm aussieht. Ob sein Cast dafür schon fertig war, im Grunde, oder ob er dann komplett rausgestrichen wird oder einfach generiert wird. Das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie sie da in Verbindung mit der Familie stehen, ob die Familie fein damit wäre oder so weiter. Warum wird Hades dann nochmal aufgeführt und so weiter? Da sind die ganzen aus dem Hauptspiel jetzt aufgeführt, werden aufgeführt. Warum? Wozu? Die haben nichts mit dem DLC zu tun. Aber gut. Macht's halt. Ja, sagen wir es mal so. 20 Euro für das DLC. Fairer Preis, sagen wir mal, ja. Allerdings muss da noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Also die Story werden sie nicht noch bearbeiten, aber die Feinheiten, die ganzen Bugs, die müssen auf jeden Fall erhoben werden. Das wäre echt nervig. Warum machen wir meine Codierung? Die ganze Sache ist überlastet. Ich verstehe es nicht. Egal. Ja, ansonsten, ich habe mir ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Gebiet, ein bisschen mehr zum Entdecken, beziehungsweise ich müsste ja noch mehr entdecken. Es gibt auch diese Dings, die Muster gräben und so weiter, ne? Aber gut, so. Oh. Das war's. Gesichtsbemalung. Herzlich willkommen zum Aufhalten des Walter Londoa und Finden des vermissten Quinn. Du kannst die brennenden Küsten frei weiter erkunden und unvollständige Quests oder Aktivitäten abschließen. In der Arena, im Gedankenhain der Tetnak sind außerdem neue Herausforderungen verfügbar. In der Arena sind neue Herausforderungen verfügbar, okay. Mit Gaias Hilfe konnte ich einen Teil der gesendeten Daten entschlüsseln. Ich würde sagen, okay. Wir haben viel zu besprechen. Dann triff mich in der Basis. Mein Zimmer. In Ordnung. Oh.
Ein neues Zwischenspiel, Epilog. Oh, was Neues. Ja? Hallo? Wo immer deine Reise hingeht, ich werde an dich denken. Cool. So. Ein großer Sturm. Aber nur über der Insel. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aus der Luft könnte ich besser sehen. Vorsichtig. Ja, könntest du, ja, Quest haben wir, Dings und Errungenschaft haben wir jetzt überhaupt bekommen, ne? Oder? Hops. So, hier. Nee, noch nicht. Achso, weil Epilog wahrscheinlich noch gekommen ist jetzt, ne? Deswegen haben wir es noch nicht, okay. Bei den Dingen sieht man ja auch nirgendwo drauf. Schade. Hauptsache Sinisten drauf oder was? Schon? Ah. Okay. Oh. Ich darf nicht so fliegen, wie der Horus hoch ist. Ist ja doof. Ist ja echt nervig. So ein Sturmvogel würde ich gerne noch belegen eigentlich. Haben wir eh nicht herausgefunden, was da war, ne? So, fliegen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir was. So. Der Regen hört auf. Das Fliegen wird leichter. Mhm. Aber irgendwie ist hier kein Sturmvogel, ne? Die Luft knistert mit diesen Sturmwolken. Ich muss aufpassen. Irgendwas hat es hier nur auf sich, aber vielleicht werden wir es dann nochmal von Silence erfahren. Na gut, gehen wir mal in die Basis. Kann ich eigentlich in die Basis raus? Dann komme ich sogar. Oh. Aber habe ich das eigentlich nie gemacht? Wahrscheinlich hätte ich genau in der selben Stelle rausgekommen oder so, ne? Okay, Silence wartet in der Basis. Ach nee, genau, ich war ja noch weiter weg. Stimmt. Ich sollte die anderen nicht von ihren Missionen ablenken. Ich war mit dem Feuerding war schnell wenn er dran. Von den brennenden Küsten berichtet. So. Okay, dann erzählen wir mal. Ich habe auch nicht alle Fähigkeiten bekommen. Und halt den Horus. Ein Titan. Bekommen. Der war es auch noch. Okay. So, wir haben 4 Fertigkeitspunkte. Reicht leider nicht für den da. Reicht nur für hier. Ja, und hier habe ich eh nicht so viel geskillt. Zack. So. Na gut. Schauen wir mal. Ich kriege ja noch ein paar Pünktchen dafür, was wir jetzt machen. So. Warum hat sie Seika nicht hierzu eingeladen? Mal ganz doof gefragt, oder? Willkommen ist das auch zurück, Aloy. Danke. Können wir hier noch was machen? Ah. Feuerklaue. Können wir hier dann noch erwerben? Okay. Unbekannte Maschine, hä? Ist denn noch gesperrt? Haben doch alle Brutstätten gemacht. Sehr merkwürdig. Und dass ich das Schildding nicht machen kann, finde ich auch merkwürdig. Also das Schild, die Schildfalle. Ich da was für nicht machen kann, die Fallenherstellung, ne? Ist nicht hier drin. Sehr komisch. Also das ist auch wenig durchdacht. Ich muss sagen, so, hier ist eine Beta, ne? Das ist ein neuer Dialog hier. Schauen wir nicht. Ich habe einen Fähigkeitspunkt, aber ich will ihn gerade nicht ausgeben. Wir müssen. Ach, hier? Okay. Du bist zurück,
Und nach der Zeit bei den Quen bist du sicher erpicht auf etwas intelligente Konversation. Bei den Quen gibt es einige sehr besondere Menschen. Wenn du ab und zu auf die Erde kommen und Zeit mit ihnen verbringen würdest, würdest du das merken. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Wie die Daten, die du von Londra hast. Du hast eine Spur. Allerdings. Ein Protokolleintrag kurz nachdem die Zenith der Zerstörung ihrer Kolonie entkam. Ich schicke ihn dir. Ist ziemlich viel, aber das Wichtigste ist, Londra hatte eine Theorie, wie Nemesis bekämpft werden könnte. Er erwähnt eine Liste von Unternehmen des 21. Jahrhunderts, die moderne Waffensysteme hergestellt haben. Möglicherweise kann eine dieser Waffen gegen den Feind eingesetzt werden. Natürlich muss ich jedes Unternehmen untersuchen, ihre Anlagen finden, ihre Technologien ausgraben, ihre Wirksamkeit bestimmen und ob man sie einsetzt. Warum wird er jetzt mal leiser? Ganz ohne Hilfe, hm? Tja. Versteh mich nicht falsch. Gut, dass wir etwas gefunden haben. Aber ich frag mich, warum du hier geblieben bist. Es ist die Herausforderung, nicht? Die Chance zu beweisen, dass du der Klügste von allen bist. Meine Gründe gehen keinem was an. Und deshalb wirst du immer allein sein. Aloy. Nemesis ist keine Gefahr, die man im Alleingang besiegen kann. Ich bin dankbar für deine außergewöhnliche Unterstützung. Okay. Das sind wohl die nettesten Worte, die er je ausrichten konnte. Tja, jetzt haben wir alle Quests abgeschlossen, okay. Dein eisiges Herz. Da. Mal sehen, was er gefunden hat. Dafür gibt es auch nochmal 40.000 Punkte. Stufe 61, Geiststufe. Was ist denn eine Geiststufe? Hä? Dafür haben wir auch keine Punkte gekriegt. Okay. Jetzt was genau? Also ich krieg keine Fähigkeitspunkte mehr jetzt, oder wie? Also kann ich das gar nicht schaffen? Datenpunkte. So. Okay, warte, bin du. Okay. Ja gut, hat man doch noch ein bisschen was an Inhalt bekommen. Silence hat recht. Londras Idee könnte uns wirklich im Kampf gegen Nemesis helfen. Könnte, ja. Na gut. Jetzt nur ein bisschen. Wir können mit Gaia quatschen, stimmt. Ist hier irgendwas Neues hat vielleicht? Vielleicht gibt es denn da einen neuen Dialog? Willkommen zurück, Aloy. Wollen wir auch noch den Dingsums haben? Was Neues? Ja, aber wir haben schon, wir haben noch die eine. Dingens können wir machen, hallo? Kann ich mit Gaia quatschen? Doch, da. Beta war während deines Kampfes mit Laundra und seinem Horus recht besorgt um dich. Aber ich war zuversichtlich, dass du es schaffst. Das war alles. Wow. Gut, so, wir haben doch noch was. Hier hin. Zack. So. Da guck mal, ist sogar Nacht geworden. Da ist sie ja. Ach, Erin, hi. Also, Las Vegas. Wie läuft's? Ich habe mit Morlund besprochen, wie wir die Nemesis-Sache im Anrecht verbreiten wollen. Die Osseram sind frei. Sie mögen keine Zusammenarbeit. Aber er und ich, wir kennen viele Leute. Wenn genug von denen wütend werden, müssen die Präfekten zuhören. Wenn irgendjemand das schaffen kann, dann ihr beide. Okay, mehr nicht. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Doch wir sorgen dafür, dass eine Folge zu dir steht. Ja, stimmt. Genau. Aloy, als Demur von diesen Dingern erzählt hat, die das Licht in den Ruinen ändern, war ich skeptisch, ob du alle finden kannst. Doch jetzt kann es hier immer anders aussehen, ganz wie wir möchten. Der Himmel glüht, sodass uns ein Haufen Scherben blüht. Und Demur denkt, er sei der Wortschmied. Das ist aber nichts Neues. Na dann mal ab mit dir. Ja, ich muss nach oben. Ja, warte, komm. Wer wagt es? Die Puppe hat nicht übertrieben. So. Schau nochmal. Schön, dich zu sehen, Aloy. Diese Laternen überall sind wie ein einladendes Licht zu unserer kleinen Oase. Gut, dass sie noch leuchten. Ich nehme dir gerne Ornamente ab, falls du welche gefunden hast. Hier. Wolltest du die Lichter denn ändern? Ja. Wester Oktoberfest? Was hatten wir denn? Das hier ist jetzt dran. Was war das Oktoberfest? Ah, das verstehe ich. Das Herz schmerzte ihm ob der verlorenen Tradition, dass die Ernte mit ihr feierte. Ich denke mal, das war es, was wir bekommen haben, oder? Du hast den Rebellen Außenposten geräumt, ja? Gut. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie diese Ausgrabung überfallen. Oh, war ja gar nichts mehr. Ups. Heilmittel für jeden, der sie braucht. Ja, cool. Ja, und damit verabschiede ich mich wieder von Horizon Zero Dawn. War ein nettes kleines DLC. Ich warte auf den dritten Teil. Nein, das ist sie nicht. Kann ich sagen. Bin gespannt, was dann auf uns wartet. Ich werde mir die Erde ja verlassen mal oder so. Und das wäre krass. Ja, aber was mit dem Raumschiff von Londra wurde und so weiter, ist auch nicht bekannt, ne? Viele Fragen bleiben offen eigentlich von dem DLC. Was mit Londra, wird CK vorkommen? Wird Aloys Sexualität doch noch thematisiert werden in dem nächsten Teil dann? Fragen über Fragen. Und das ist noch so eine Drohne. So, hast du noch was zu sagen, Aaron? Es ist gut, dass wir uns Seras Pläne verhalten. Die Wildnis ist schwierig. Lass es nicht gelingen. Gut, machen wir es kurz. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Oder halt im nächsten Horizon. Keine Ahnung, was Titel wie er heißen wird diesmal. Sehen wir mal schauen. Das Hauptspiel fand ich gut. Das DLC war okay. Ich habe ein bisschen mehr gewünscht. War ein bisschen. War ein bisschen verbuggt. Ich fand den ersten Teil immer noch tausendmal besser, muss ich sagen, eigentlich. Der erste Teil hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Vor allem dann in die Thematik einzukommen. Jetzt wussten wir ein bisschen was von der Matrix. Es hat ein bisschen was vom Reiz an der Welt verloren. Ja. In der dritten dann, schauen wir mal in den dritten Teil, wie dann das aussieht. Aber ja, heißt dann wahrscheinlich, dass wir erstmal jetzt wieder 5 Jahre warten müssen oder so. Also 2028 vielleicht oder so. Ich hoffe ja auch früher. Und ich hoffe dann, dass die Qualität von dem Spiel auch wieder ein Ticken besser geworden, was technisch angeht, so sonst ist die Qualität ja echt gut. Und ja, mal schauen. Ja, wie gesagt, hier mit den Sammelobjekten, die ist kein einziges mehr aufgetaucht von den Luftaufnahmen und was das hier ist, keine Ahnung, stimme diese Stöberer Verstecke, diese Schätze, die man sammeln muss, aber war ja nirgendwo was, deswegen keine Ahnung. Das muss ich jetzt auch nicht haben, die Errungenschaften sind mir jetzt eigentlich relativ egal bei dem Spiel. Ich habe meine Platin-Trophäe ja geholt gehabt. Am DLC, das zählt ja nicht unbedingt. Deswegen, egal, erstmal. Gut, wir sehen uns wie gesagt, im nächsten Projekt wieder. Oder in den nächsten Horizon-Teil. Der dauert aber dann noch ein bisschen. Also, haut rein. Ciao, ciao.